Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch, wie angekündigt, Bestickt mit den Tränen des Mondes von Elizabeth Lim vor, Teil 2 von Ein Kleid aus Seide und Stern. Erstmal zu den Basics. Das Buch hat 300 und etwas über 90 Seiten, kostet 16 Euro und ich finde den Preis in Ordnung für ein Taschenbuch. Ich finde das Cover halt wirklich mega, mega schön. Das war ja bei Ein Kleid aus Seide und Stern auch schon so krass. Ja, da kann ich einfach nichts mehr zu sagen. Ich finde es geil. Worum geht's? Da das hier Teil 2 einer Dilogie ist, kann es unter Umständen zu Spoilern kommen, falls jemand Teil 1 noch nicht gelesen hat, also abschalten oder es in Kauf nehmen natürlich. Ja, die Protagonistin ist sozusagen verflucht, ein Dämon zu werden und das zugunsten ihres Geliebten Eden, der ein Magier war und sonst an ihrer Stelle zu einem Dämon geworden wäre. Eden hat jetzt das Königreich bzw. Kaiserreich verlassen, weil Maya ihm vorgelogen hat, dass sie nichts für ihn empfindet und jetzt ist sie ziemlich auf sich alleine gestellt und das in einem Reich, in dem der Krieg auszubrechen droht. Denn der Kaiser und der Shanzen sind verfeindet und es ist klar eigentlich, dass ohne Eden der Fünfwinterkrieg wieder losbrechen wird. Jetzt muss Maya eben einen Weg finden, noch bevor sie zum Dämon wird, das Reich zu befrieden und gleichzeitig natürlich irgendwie, naja, zu verhindern, zum Dämon zu werden. Wie hat mir das Ganze gefallen? Ich habe etwas Großartiges erwartet. Ich hatte ganz, ganz hohe Erwartungen an diesen zweiten Teil und ich wurde sehr enttäuscht. Ich weiß nicht, ob meine Erwartungen vielleicht einfach zu hoch waren, weil ich Teil 1 so krass fand, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich fand Teil 1 einfach etwas ganz Besonderes, etwas anderes, etwas nie zuvor Dagewesenes. Und alles, was dieses erste Buch für mich so besonders gemacht hat, hat in Teil 2 einfach total gefehlt. Hier gab es irgendwie nicht diese Magie, die einen so faszinierte. Also klar, hier gibt es Magie, aber eben nicht so diese Atmosphäre im Buch selber, die einen bei Teil 1 so gefesselt hat und so davon hat schwärmen lassen irgendwie. Dann habe ich mich die erste Hälfte des Buches über gefragt, ob Eden überhaupt vorkommen wird. Das fand ich dann auch irgendwie, also ich mag es einfach persönlich nicht so. Dann, keine Ahnung, irgendwie ging mir alles immer viel zu schnell und gleichzeitig passierte einfach nichts. Also es war irgendwie klar, dass es natürlich in dem Buch darauf hinauslaufen soll, dass die Protagonistin eine Dämonin wird und dann muss sie ja auch gegen den Originaldämon, sag ich jetzt mal, kämpfen. Und ich dachte, okay, das Buch wird eine Vorbereitung und am Ende kommt der Kampf. Tatsächlich war es aber so, dass das ganze Buch immer nur aus irgendwie Flucht vor dem Krieg bestand und Flucht vor sich selbst und keine Ahnung. Und dann waren die entscheidenden, also wirklich entscheidenden Momente total schwach. Also so, dass das ganze Buch war schon nicht wirklich Spannung aufgebaut worden und dann in dem Moment, wo es eigentlich am krassesten hätte sein sollen, war es total langweilig und auf zwei Seiten erledigt. Und das fand ich wirklich total enttäuschend einfach. Dann gab es mehrere Situationen, dann auch, wenn es um Krieg ging oder so, wo dann halt einfach der Feind, da wurde nicht dann gekämpft und dann gab es eine Riesenschlacht, sondern es wurde so drei Seiten gekämpft und dann ist der Feind irgendwie geflohen oder ist ja halt einfach weggegangen oder so. Das fand ich, das war so eine Strategie, um das Ganze nochmal aufzuschieben und sowas, aber ich fand das total störend als Leser, weil ich dachte, es geht jetzt endlich mal zur Sache und dann kam halt nichts dabei rum. Also es war wirklich sehr, sehr schade. Mir hat auch tatsächlich Mayas Charakter nicht so gut gefallen wie in Teil 1. Da war sie ja eher so eine Art irgendwie Kämpferin, aber halt nicht mit dem Schwert, sondern halt einfach so. Aber hier hatte ich wirklich das ganze Buch über das Gefühl, ohne Eden und ohne ihre verzauberte Schere und ohne diese Kleider, die sie gemacht hat, kann sie eigentlich gar nichts. Und ich meine wirklich gar nichts, gar nichts.
Und dann hat sie noch nicht mal es geschafft, sich dem Dämon wirklich zu widersetzen in manchen Momenten oder keine Ahnung. Also ich fand es wirklich sehr enttäuschend, sie als Charakter so zu erleben. Keine Ahnung, irgendwie fand ich sie einfach als Protagonistin nicht stark genug. Ja, hat mir das Buch trotzdem irgendwo gefallen? Ja, irgendwo natürlich schon. Ich bin auch irgendwie wieder mal davon ausgegangen, dass es sich hier um eine Trilogie handelt und dann stellte sich heraus, dass es doch nur zwei Bücher sind. Keine Ahnung, warum mir das andauernd passiert. Deswegen hatte ich auch, habe ich ja gedacht, okay, das wird jetzt der etwas langweiligere mittlere Band. Aber als ich dann klar war, dass das also ein Ende ist, war ich so, was soll denn hier jetzt noch kommen? Gefallen hat es mir dann schon in manchen Momenten, aber es war eher selten und zwar so selten, dass ich echt das Buch einfach nicht empfehlen kann. Ich habe mir wirklich so, so viel davon erhofft und ich habe mich total gefreut, dass es dieses Jahr noch rauskommt und so, weil ich Teil 1 einfach echt mega besonders fand und total schön und mitreißend. Und jetzt so enttäuscht zu sein, ist schon echt heftig. Ich habe das Ganze im Buddyread gelesen mit Kürbiskopfeule auf Instagram und sie empfindet das genauso. Also wir haben immer abschnittweise gelesen und uns dann abends darüber ausgetauscht, wie wir das fanden. Und ja, am Anfang waren da immer nur einfach 1000 Fragezeichen und was ist das hier, was passiert hier, was soll das so? Fand ich, also damit will ich euch nur sagen, das liegt nicht nur an mir, also nicht nur meine Erwartungen sind irgendwie enttäuscht. Ich habe auch auf Instagram ganz, ganz viele Rezensionen gelesen, die so auf ziemlich das Gleiche hinauslaufen. Also relativ große Enttäuschung, was das Buch tatsächlich angeht und das Ende halt dieser eigentlich echt heftig geilen Story. Ja, also alles in allem wirklich würde ich dem Buch maximal 3 Sterne geben und auch das eigentlich nur, weil das Cover so schön ist. Weil wenn ich es mir wirklich nochmal durch den Kopf gehen lasse, gab es echt kaum etwas, was mir irgendwie da gefallen hat. Da waren vielleicht 2 Kapitel, wo ich sagen würde, ja, okay, das war echt cool. Ja, das Ende nehme ich euch natürlich nicht vorweg, aber ich sag mal so, ich fand das zufriedenstellend, das war okay. Es war wahrscheinlich sogar das Beste vom ganzen Buch, würde ich sagen. Also der beste Teil davon, einfach weil man sich freut. Aber sonst, keine Ahnung. Zwischenzeitlich habe ich schon gedacht, dass es so ein blödes Nicht-Happy End wird, weil das irgendwie zum Stil von Teil 1 gepasst hätte, aber ja, zum Glück nicht. Soweit, so gut. Oder nicht gut. Beim nächsten Mal gibt es Neuigkeiten zu meinem eigenen Buch, das bei Carlsen Impress veröffentlicht wird, Göttliche Insignien, Teil 1 von Cattaleyas Erbe. Und da gibt es einige Neuigkeiten zu erwähnen. Ja, und dann habe ich auch noch ein paar andere Bücher, die ich euch vorstellen werde. Und zwar habe ich es geschafft, endlich Wie Monde so silbern zu lesen. Dazu sage ich jetzt noch nichts, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf das Video freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Instagram-Account vorbeischaut. Da gibt es ebenfalls Infos zu meinen eigenen Büchern, aber auch ganz viel anderen buchigen Content und natürlich Content zu mir. Wenn ihr das Video gemocht habt, dann lasst ein Like oder einen Kommentar da. Gerne auch eure Meinung zu dem Buch oder falls ihr eine gegenteilige Meinung habt. Auch natürlich immer super gern gesehen sind Buchvorschläge, was ich sonst demnächst nochmal so lesen soll. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.